willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Danke sehr. Zurück aus der kleinen Osterpause, die Heute-Show. Und es ist besonders schön, dass Sie heute dabei sind, denn es ist, ich kann nur mutmaßen, aber es ist wahrscheinlich die letzte Ausgabe der Heute-Show, bevor Nordkorea die Weltherrschaft übernimmt. Kim Jong-un dreht durch, meine Damen und Herren. Er dreht durch und dabei, ja, fand ich denn immer so niedlich. Ne? Und jetzt kommen auch heute wieder jeden Tag neue Drohungen. Muss man die ernst nehmen? Ne? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber richtig Angst habe ich ja eigentlich nur vor den nordkoreanischen Nachrichtensprechern. Ja. Zup-zup-ruck, sagt die koreanische Eva Herrmann. Ja, ja, glaube, das heißt so viel wie ruckzuck ist die Fresse dick. Ich hatte koreanisch leider nur bis zur 10. Klasse. Sind die in dem Land gerade alle so wahnsinnig aggro? Ja doch, ist ja gut, Mensch. Hör mal, Kim Jong, alte Düse. Wenn du uns gerade guckst, wie immer. Mal ein unverbindlicher Tipp unter uns Schurken. Wenn du der Welt Angst machen willst, nimm keine dicken Mädchen. Sag mal. Ist doch ein Mädchen, oder? Und bitte umgib dich nicht ständig mit diesen albernen grünen Zwergen, mit diesen viel zu großen Mützen. Oder bilde ich mir das nur ein, dass diese Generäle in Nordkorea immer kleiner werden und ihre Mützen immer größer? Ja, das ist mein Gefühl. Ja, das gehört zur Aufrüstung, dass die Mützen immer größer werden. Ja. Ich merke gerade, ich habe einfach ein Mützengesicht, meine Damen und Herren. Was wollen die Bekloppten da drüben eigentlich? Die USA in Schutt und Asche legen? Anscheinend. So sieht er aus, der feuchte Traum der nordkoreanischen Herrscherklicke. Während die Bevölkerung friedlich schläft, startet eine Langstreckenrakete zur Musik von We Are The World. Mit einem großen Knall zerstört die Rakete schließlich eine amerikanische Großstadt. Oh, Kimi, bitte. Jetzt mal ehrlich, ich weiß, du bist noch, wie sage ich das, so eine Art Diktatoren-Azubi. Ne? Aber du kannst doch bitte nicht ein Atombomben-Drohvideo mit We Are The World unterlegen. Mann, warum machst du nicht gleich sowas hier? Das macht einem wenigstens Angst. Ne? Schneeschner Schnappi. Wie gesagt, man muss das immer im Kontext sehen. Kim Jong-un ist jetzt natürlich gerade in diesem, als Diktator, gerade in diesem kritischen Alter, wo man ganz neue Gefühle entdeckt. Ne? Das kennen Sie auch, die Hormone spielen verrückt. Ja. Ja, so war es bei mir jedenfalls. Ne? Man fummelt den ganzen Tag an seiner Rakete rum und will endlich austesten, was die so kann. Ne? Aber wir wollen das nicht so verniedlichen. Wir wollen es nicht verniedlichen. Die haben eine Hightech-Armee in Nordkorea und vielleicht befiehlt Kim doch noch den Angriff auf seinem roten Dosentelefon. Hallo? Kein Netz. Ja. Wie bedrohlich? Wie bedrohlich ist die Situation wirklich? War das neue von Samsung? Oder doch das iPhone? Wie bedrohlich ist die Situation wirklich? Fragen wir den führenden deutschen Experten für Sicherheitspolitik im asiatischen Raum. Fragen wir Olaf Schubert. Der heutige Sicherheitsexperte, ich muss dazu sagen, du bist im weitesten Sinne in Asien aufgewachsen, in der DDR. Ja. Wie gefährlich ist dieser kleine, dicke Kim Jong-un? Also es ist zweifelsfrei, es ist ein Schuft, ein Halunke, ein Gauner, ein Schurke. Und da ist immer die bange Frage, wie geht man mit so einem Schurken um? Ne? Also bei dem anderen hier, beim Osama Bin Laden, da war es einfacher. Ne? Also der wurde liquidiert. Hm. Ne? Der hatte sich ja wirklich unbeliebt gemacht. Das geht bei ihm natürlich nicht. Der ist ja ein Diplomat, ein Politiker. Und
Naja, da bin ich froh, dass ich jetzt kein Präsident bin, kein Entscheider, der da jetzt... Da bin ich auch froh, muss ich sagen. Naja, dass man jetzt festlegen muss, hier Kim Jong-un darf man liquidieren, oder den Osama Bin Laden darf man liquidieren, den Osum vielleicht und die Merkel nur betäuben. Also das sind sehr komplexe Strukturen. Eine moralische Grauzone in jedem Fall. Jetzt kommen ja jeden Tag nicht nur neue Drohgebärden, sondern jeden Tag auch schöne neue Bilder von Kim Jong-un. Mhm. Man sieht ihn eigentlich, wenn Sie mal drauf achten, immer durch ein Fernglas gucken. Ich weiß gar nicht warum. Und meine Lieblingsbilder von ihm waren neulich diese hier. Ton war rückwärts abgespielt, ich muss mich entschuldigen. Ja, Fakt ist ja, obwohl man offensichtlich Spaß hat als Diktator, wie wir gerade gesehen haben, immer weniger Menschen wollen Diktator werden. Man kann sagen, der Beruf des Diktators stirbt aus, global gesehen. Warum wollen immer weniger junge Leute Diktator lernen? Ich denke, das ist schon Bequemlichkeit. Also, naja, also man denkt ja erstmal. Diktator, das ist so gemütlich, brauchst kein Abi und vormittags unterschreibst du so die aktuellen Todesurteile, aber da gehört eben mehr dazu. Ne? Also man muss sich da wirklich selbst durchboxen, man muss sich da selbst ins Zeug legen, man muss auch selbst Leute aus dem Weg räumen. Und das ist für viele zu unbequem, da sagen so, ach, das ist mir zu anstrengend, da wäre ich lieber Anwalt oder Zahnarzt. Ne? Also die Deutschen waren ja mal wirklich führend in puncto Diktatoren. Wir müssen aufpassen, dass wir da den Anschluss an die Weltspitze nicht verlieren. Absolut. Also, auf deinem persönlichen Diktatoren-Ranking, wo würde Kim Jong-un rangieren? Also ist jetzt nicht mein Lieblingsdiktator. Also für mich nach wie vor der Mercedes unter den Diktatoren ist ja Gaddafi. Ja. Weil der hat ja auch immer so eine schicke Uniform und so eine Sonnenbrille. Der hat so auch diese Mooshammer-Attitüde. Ja. Ne? Und ja, ich finde, dem nimmt man das auch ab, weil der sich auch mit viel persönlichem Engagement reinkniet. Ne, der nicht mehr. Oder hat. Genau. Aber der hat mich überzeugt, muss ich wirklich sagen. Rein modisch auch. Ja. Ja. Jetzt ist es ja so, also wie gesagt, wir wollen nicht verniedlichen, es sollen vielleicht sogar Botschaften geräumt werden, aber vieles ist natürlich auch Bluff. Es ist jetzt rausgekommen, dass die sogenannten Amphibienfahrzeuge der Nordkoreaner gefotoshoppt waren. Viele Panzer waren aufgemalt oder Attrappen. Wie schätzt du die Stärke der nordkoreanischen Armee ein? Naja, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. So eine Attrappe, wenn man die unglücklich an den Kopf kriegt, das kann ja auch wehtun. Natürlich. Natürlich. Und es ist ja bis jetzt nicht erwiesen, die Iran wollte ich schon sagen, die Nordkorea, die haben ja die Bombe, Atombombe vermutlich. Vielleicht, man weiß es nicht. Und Einsatz von Atomwaffen, das ist gerade für die Zivilbevölkerung immer mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden. Ne? Also der Lärm und so. Und ich bin deshalb ganz entschieden gegen Atomwaffeneinsätze nach 18 Uhr. Und ich bin, ja. Und das schützen die Leute hier im Studio. Ich bin ja eher so ein Grüner. Ein Grüner? Naja, also so Öko. Also ich bin für den Einsatz von B-Waffen, also biologische Waffen. Waffen, die dann auch biologisch abbaubar sind. Ja. Also wenn schon Zerstörung, dann wirklich nachhaltig. Ja. Ich frage dich nochmal als Vater von sehr vielen Kindern, du hast sehr viele Kinder. Wie würde man jetzt mit so einem verhaltensauffälligen Land wie Nordkorea am besten umgehen? Soll man es ignorieren? Soll man ihm eine schallern? Was macht man? Also das ist natürlich ein Vergleich, der immer hinken wird. Also das kann man, ich bin gerne Vater, ich habe wirklich auch viele Kinder, aber ich gebe natürlich auch zu, ich habe ein Kind, oder sind eigentlich zwei, von denen, wo man sich sagt, Mensch, warum bist du nie nochmal aufgestanden und hast eben die Kondome geholt? Ja, das ist... Ja. Ja, da haben wir viel gelernt, leider nichts über Nordkorea. Olaf Schubert, meine Damen und Herren, vielen Dank. Danke sehr. Experte für den asiatischen Raum und für Sicherheitsfragen, meine Damen und Herren. So. Die nächste Überleitung ist für einen alten Moderatorenfuchs mal ganz einfach. Wir kommen von Nordkorea zum ZDF, meine Damen und Herren. Dass diese Woche 50 geworden ist. 50 Jahre und nur eine einzige Lottopanne, meine Damen und Herren. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wir haben einen Praktikanten ein Jahr lang im Archiv in Mainz angekettet, mit dem klaren Auftrag, bring uns den einen Ausschnitt, den einen, der in komprimierter Form 50 Jahre ZDF zusammenfasst. Meine Damen und Herren, hier kommt der Ausschnitt und bitte achten Sie im Folgenden auf den Herrn rechts und vor allem auf seine Zähne. Achtung! Achtung!
Ja, gab's wirklich mal die Sendung, die Flipshow. Ja. Ja. Das Teil hier habe ich übrigens aus dem ZDF-Fundus. Wahrscheinlich noch von Peter Frankenfeld. So, nein, das war noch Unterhaltung. 50 Jahre ZDF. Blicken wir noch mal, die Kollegen haben es letzte Woche gemacht, blicken wir jetzt auch noch mal nostalgisch zurück. So sah zum Beispiel unsere Heute-Show aus, damals 1969. Ne, da haben wir natürlich noch völlig andere Gags gebracht. Die FDP, um ein habe ich in den Bundestag gekommen. Der Partei gebe ich maximal noch 3 Jahre, dann ist die weg vom Fenster. So, wir schalten in unser Wahlstudio nach Bonn zu Olaf Schubert. Herr Franz Josef, Sie sind ja bekannt als gnadenloser Party-Wallach. Also ganz konkret gefragt, wie betrunken muss man eigentlich sein, um in der CSU Karriere machen zu können? Wenn man einmal die 50%-Grenze überschritten hat, dann ist die Frage ein paar Promille mehr oder weniger nicht mehr ein echtes Kriterium. In diesem Sinne, Freiheit statt Sozialismus. Prost. Ja, war eben immer schon eine sehr politische Sendung. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem Jahr 1984, auch eine verrückte Zeit. Seit dieser Woche gibt es in Deutschland Privatfernsehen. RTL Plus, den Scheiß gebe ich maximal ein halbes Jahr. Bevor die Erfolg haben, fällt eher die Berliner Mauer. So, jetzt kommt Aspekte mit einem Beitrag über die brandneue Band Kajagoogoo. Too shy, shy. Sag das ungern, aber ich sah schon geil aus. So, unser Sender hat sich tagelang ausgiebig gefeiert zum Jubiläum. Und ich sage zu Recht, nur das Entscheidende wurde noch gar nicht richtig gewürdigt. Herzlich willkommen zur großen Heute-Show-Geburtstagsgala mit Birte Schneider. 50 Jahre kackdreister Parteieneinfluss im ZDF. Parteisyndrom, besetzen hier den Posten, Sie zu Hause zahlen die Kosten, so läuft es nun mal hier im ZDF. Parteisyndrom, und das seit 50 Jahren, Sie haben hier das Sagen, wir stecken bis zum Hals im Politikerpo. Birte Schneider, meine Damen und Herren, den Zauber auf den Birte Schneider. Bitte sehr, 50 Jahre kackdreister Parteieneinfluss im ZDF, unsere Show. Ja, Birte, wir feiern das heute, 50 Jahre Parteien im ZDF, denn ganz ehrlich, was wäre unser ZDF ohne Parteien? Ein Scheiß, Oliver. Ja. Ein Scheiß. Sehen Sie, woanders ist das immer so getrennt. Ne? Hier die Politiker, da die Journalisten. Hier beim ZDF sehen wir uns als ein Team, ja, eine Familie. Ne, absolut. Ich meine, die Politiker, die müssen eben nicht erst umständlich anrufen, um sich zu beschweren. Die sitzen ganz oft bei uns im Haus. Richtig. Im Fernsehrat sind die Hälfte Politiker. Und im Verwaltungsrat sitzen alleine 4 Ministerpräsidenten. Wow. Da kann man sich auch einfach mal bedanken für diesen Einsatz. Ihr seid der hellste Stern bei uns im ZDF. Ihr habt noch mehr zu sagen als der liebe Gott. Ihr seid der Grund für dieses schlimme Schleimerlied. Merci, dass es euch gibt. Merci, dass es euch gibt.
Die opfern ihre Freizeit fürs ZDF. Ja. Das ist nicht selbstverständlich. Nein. Die könnten in der Zeit auch Golf spielen. Ja, oder ein Autobahnteilstück eröffnen, ich weiß es nicht. Aber sagen Sie mal, die nehmen nicht direkt Einfluss aufs Programm. Nein, die sind doch nicht doof. Also, bis auf den verwirrten Dödel von der CSU, der hier immer anruft und Beiträge bestellt. Nein, nein, die besetzen sämtliche ZDF-Chefposten streng nach Parteibuch und hoffen dann einfach auf, ja, eine gewisse Dankbarkeit. Ja, aber Moment mal, Birte. Nach Parteibuch könnte man die Chefposten beim Fernsehen nicht einfach nach Kompetenz besetzen? Sie sind ja wirklich wunderbar. Das stimmt, ja. Kompetenz. Ja. Was ist denn, Birte, mit Journalisten passiert, die den Politikern gegenüber nicht dankbar genug waren? Gute Frage. Was ist mit denen passiert? Ich würde sagen, wir schauen jetzt an dieser ersten Hochrechnung einmal rüber zu Dieter Kronzucker, der sicherlich auch von Manfred Stolpe eine erste Reaktion bekommen wird auf dieses, ja doch. Er hat, Herr Kronzucker ist also verschwunden. Man hat nie wieder etwas von Dieter Kronzucker gehört. So läuft das nun mal hier beim ZDF. Ja. 50 Jahre Parteieinfluss in Ihrem ZDF, meine Damen und Herren. Noch 2009 hat der damalige hessische Ministerpräsident Roland Koch, das ist der, den Parteifreunde die Mortadella mit Gesicht nennen. Ja. Der hat verkündet, den ZDF-Chefredakteur Brender, den will ich weghaben, den mag ich nicht. Ach ja? Warum denn nicht? Warum? Hören Sie mal zu, was der seiner Redaktion für Sachen gesagt hat, der verbohrte Wirrkopf. Ich darf Sie sehr bitten, wirklich unabhängig zu bleiben. Keine Sympathien für die eine oder die andere Partei zu zeigen. Und vor allem aber auch als Journalist kritisch zu bleiben. Also man kann aber auch um seine Entlassung betteln, Freunde. So läuft das nun mal hier beim ZDF. Dafür, das muss man jetzt aber der Fairness halber auch mal sagen, war das ZDF immer sehr progressiv. Im Gesundheitsmagazin Praxis haben wir schon in den 60ern Bilder gezeigt, die gingen fast schon in den, ja, homoerotischen Bereich. Und nun Hemd aus, Bürste zur Hand und die Arme auf beiden Flächen kräftig mit der Bürste massiert. Jetzt den Leib in kreisender Bewegung. Wieder von der Körpermitte nach außen. Bloß nicht übertreiben. Bloß nicht übertreiben. Die 60er. Schöne Bilder. Ja. Hauptsache, man ist auch mal der Bürster und nicht immer nur der Gebürstete. So war das im ZDF in den 60ern. Ja, ja, ja. Aber das waren ja nur die Anfänge, Oliver. Nicht? Der nächste Schritt muss natürlich sein, die Politiker nicht nur im Verwaltungsrat rumlungern zu lassen, sondern sie ins Programm zu integrieren. Das sind ganz tolle Sendungen in der Planung. Der Landarzt, den spielt demnächst zum Beispiel unser Gesundheitsminister. Daniel Bahr, höchstpersönlich. Lanz Kocht wurde abgesetzt, dafür kommt demnächst Altmaier ist. Und das Morgenmagazin Volle Kanne wird von Rainer Brüderle präsentiert und heißt dann natürlich Kanne voll. Das wird super, meine Damen und Herren. Auf die nächsten 50 Jahre, Birte Schneider. Die große Gala, 50 Jahre Parteieneinfluss im ZDF. So. Wenn am 17. April der Mordprozess gegen die NSU und Beate Zschäpe beginnt, dann werden aller Voraussicht nach keine türkischen Journalisten dabei sein. Warum?
Weil das Oberlandesgericht München in seiner sehr endlichen Weisheit beschlossen hat, die gerade mal 50 Plätze werden nach dem Prinzip vergeben, wer zuerst kommt, mal zuerst. Tja, konnte ja keiner ahnen, dass man sich in der Türkei für den Prozess interessiert. Ne? Kann mir die Sprecherin des Gerichts den Irrsinn bitte mal erklären? Türken hierher, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Bitte? Ach, ich höre gerade, das war gar nicht die Sprecherin. Das hier ist die Sprecherin. Selbstverständlich habe ich Verständnis dafür, dass da eine Riesenenttäuschung ist jetzt. Allerdings kann ich nur noch mal sagen, der Umstand, dass jemand keinen reservierten Sitzplatz hat, heißt ja nicht, dass er keinen Sitzplatz hat. Doch. Genau das heißt das. Kannst ja mal versuchen, freitags Bahn zu fahren ohne Reservierung. Was die Frau uns mit dem Geschwurbel eigentlich sagen will, heißt übersetzt... Türken hierher, das kann ja wohl nicht wahr sein. Genau, die Oma ist wenigstens ehrlich. Ne? Es ist unglaublich. Man muss sich vielleicht einfach nur mal eine Sekunde lang ausmalen. Ja, in der Türkei wären 8 Deutsche umgebracht worden und beim Prozess gegen die Täter müsste die Bild-Zeitung draußen bleiben. Die Schlagzeile möchte ich mir nicht mal vorstellen. Dritter Weltkrieg. Wir schalten live vor den Sitzungssaal im Oberlandesgericht München zu Klaus von Wagner. Klaus, warum können die Richter ihre Fehlentscheidung nicht einfach korrigieren? Also erstens einmal, bayerische Beamte machen keine Fehler. So, Punkt. Und wenn sie einen machen, dann geben sie ihn natürlich nicht zu. Ich sage immer, bevor ein bayerischer Beamter einen Fehler zugibt, konvertiert Beate Zschäpe zum Islam. Ja, das ist eine schöne Vorstellung, Klaus. Ja. Ja, so ist es halt bei uns im Freistaat. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Nicht vom Ausland und auch nicht von der Vernunft. Ja, haben Sie denn nie diese alte Fernsehserie geschaut? Königlich Bayerisches Amtsgericht? Ah, wunderbar. Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Eine liebe Zeit. 52 Folgen hat es davon gegeben. 52 Folgen. Und haben Sie jemals in einer einzigen einen türkischen Journalisten gesehen? Sagen wir so, ich kann mich nicht erinnern. Ja, sehen Sie, jetzt einmal ganz ehrlich, was soll denn die ganze Aufregung? Die türkischen Journalisten, die können doch am nächsten Tag in der Zeitung lesen, was im Gericht passiert ist. Also in einer deutschen Zeitung. Mein Gott, man kann doch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl zeigen. Das machen wir doch. Zum Beispiel die Süddeutsche, ja, die sollte zuerst auch nicht da reinkommen. Na, da haben die Kollegen hier natürlich gedacht, das wäre eine türkische Zeitung. Wegen dem Ü. Süddeutsche, güle güle. Ich möchte ein Ü kaufen. Ja. Und jetzt? Jetzt schreibt sie sich mit UE, zack, darf sie rein. Ja, das ist ja total nett. Klaus, ich kapiere das nicht. Warum nimmt man so einen winzigen Saal für die RAF damals? Da wurde extra ein großer Gerichtssaal gebaut, plus Gefängnis. Ich bitte Sie, die RAF hat Anschläge auf reiche deutsche Industrielle verübt. Das war terroristisch betrachtet quasi Champions League. Ja. Hm. Können Sie gar nicht vergleichen. Also bleibt es für die Plätze, die nette deutsche Journalisten möglicherweise freigeben beim würdelosen und idiotischen, wer zuerst kommt? Ja, das Gericht hat schon noch alternative Ideen im Köcher. Reise nach Jerusalem zum Beispiel. Oder das wäre auch ein sehr deutsches Verfahren, die Journalisten stehen um 5 Uhr morgens auf und legen ihr Handtuch auf den Stuhl. Alles hochgradig bescheuert. Entschuldigung. Wenn Sie, ich sag Ihnen eins, das hier ist München, das ist nicht irgendeine Dorfdisse in Paderborn. Ja? Haben Sie mal versucht, ins P1 reinzukommen? Das ist halt eine harte Tür hier. Ja? Mhm. Warten Sie, ich kann Ihnen ja mal den Saal ganz kurz zeigen. Sekunde, gell? Gehen wir mal ganz kurz rein. Wo willst denn du hin? Nein, ist okay, ich bin fürs ZDF da. Steht nicht auf der Liste. Oder bist du von RTL? RTL steht drauf. Nein, ZDF. Sie kennen doch das.
ZDF, nicht? Sagt mir nichts. Ich habe hier Bild der Frau, RTL, Radio Energy, die Superhitze 80er, 90er und das Beste von heute. Und die Supermöpse Spezial. Oder? ZDF, oder außerdem mit den Schuhen, das ist... Nächster. Bitte, ich meine, ich kann Ihnen Karten für Wetten, dass besorgen. Hä? Nächster. Autogramme von unser Charlie, hä? Mehrere. Wisst ihr was ganz Blödes? Meine ganzen Freunde sind schon drin und ich muss einfach... Und ich kenne die Beate. Hä? Beate! Hä? Beate, komm, ich bin da. Wieder mal Beate. Total würdelos. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Nach München. Hoffentlich findet man da noch irgendeinen Kompromiss oder eine vernünftige Lösung. So, sagen wir es, wie es ist. Totentanz im politischen Berlin, meine Damen und Herren. Alle Minister im Urlaub zurzeit und Madame Merkel führt auf Ischia die neue Bademode spazieren. Der Einzige, der durchackert, ist wieder mal unser Verkehrsminister Peter Ramsauer. Ja, natürlich, seit Montag. Seit vergangenen Montag gilt seine neue Straßenverkehrsordnung. Unter anderem gibt es jetzt höhere Bußgelder für, wie heißen die Verbrecher noch? Radfahrer. Handy am Ohr, bei Rot über die Ampel. Ramsauer fordert, der Verrohung dieser Kampfradler endlich Einhalt zu gebieten. Ja, natürlich! Natürlich! Es ist doch so! Es ist doch so, meine Damen und Herren. Völlig verrohte Terrorradler rasen mit 200 Sachen durch deutsche Fußgängerzonen. Nackt. Und das höhere Bußgeld ist ja nur Schritt 1. Schritt 2 ist natürlich das hier. Ja, nur so lernen Sie es, Freunde. Was ändert sich sonst noch im Verkehr? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vivo, was weiß Opi mit Ulrich von Hesen. Willkommen zu Vivo, was weiß Opi. Ja, Ulrich, die neue Straßenverkehrsordnung gilt seit dem 1. April. Was sind die wichtigsten Änderungen? Es ist alles ganz furchtbar, Welke. Nichts geht voran im Wahljahr. Strompreisbremse, Fehlanzeige. Kampf gegen Altersarmut, am Arsch die Räuber. Aber was kriegen sie hin? Eine geschlechtsneutrale Straßenverkehrsordnung. Ja, vielen Dank auch. Geschlechtsloser Verkehr, das ist ja wohl das Hinterletzte. Wie jetzt? Geschlechtslos. Ja, neutral, kastriert. Man sagt ab sofort nicht mehr Autofahrer, denn das ist ja männlich. Buh, Schwanz ab. Der Radfahrer, der Fußgänger, ebenfalls verschwunden, raus aus dem Paragraphen. Es heißt nun zu Fußgehende oder Radfahrende. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Radfahrer heißt endlich nicht mehr Radfahrer. Das war ja auch unerträglich. Er heißt jetzt Radfahrender. Und Rollstuhlfahrer heißen natürlich Fahrende von Rollstuhl. Fahrende von Rollstuhl. Okay, das klingt ein bisschen umständlich. Ja. Man sagt auch nicht mehr Verkehrstote, sondern überfahren worden. Hm. Am Reifenprofil Klebende. Ja. Und die Leute, die sich das Ganze ausgedacht haben, heißen übrigens ins Gehirn Geschissene. Ja, na ja. Also ich meine, es gibt ja eine Vorschrift, dass die Gesetze jetzt geschlechtsneutral sein müssen und... Ich verstehe ja Ihren Frust, aber es war bestimmt gut gemeint. Na gut gemeint. Wie soll das denn bitte in der Praxis funktionieren? Was brülle ich denn da aus dem Autofenster? Das blöde Wichser hat mir die Vorfahrt genommen? Ja, wenn überhaupt dann das Vorfahrt, Ulrich. Ne? Was ist denn mit dem Schilderwald? Der Schilderwald sollte doch abgebaut werden. Ja, das war die Idee. Leider sind Ihnen dann doch noch ein paar neue Schilder eingefallen. Hier zum Beispiel. Achtung, Sackgasse, aber Fußgänger und Radfahrer, Entschuldigung, zu Fußgehende und Radfahrende können durchfahren. Okay, das Schild war allerdings überfällig. Wie oft bin ich früher zu Fuß in Sackgassen herumgeirrt, meine Damen und Herren? Tagelang. Zwischen den Skeletten von anderen Fußgängern, die nicht rausgefunden haben. Ja, sehen Sie? Ja, ja. Oder hier, auch neu. Frei für Inlineskater, supi. Jedem Hobby ein eigenes Schild. Ich habe auch ein paar Ideen. Hier, wie wär's denn damit? Achtung, Pantomime in 300 Metern. Ah, oder? Ja. Oder Vorsicht, beschränkter Verkehrsminister. Ja. Warum, Oliver? Warum schaffen die es nicht einmal, eine Reform hinzukriegen, die unser Leben einfacher macht? Nur eine! Ja, aber
Ulrich, dass der Staat endlich was gegen diese elenden Terrorradler macht, das müssen doch auch Sie begrüßen. Quatsch. Bei Terrorradlern hilft nur die gute alte Selbstjustiz. Der Mann hier macht's richtig. Was ihm da so widerfährt, hält er, man könnte sagen, aus pädagogischen Gründen mit einer Helmkamera fest. Ihm selbst fällt es dabei meist schwer, ruhig zu bleiben. Weißer Fahrer! Ja. Danach hat er die Radfahrerin natürlich noch zusammengeschlagen und von der Brücke geschmissen. Ja, Sie meinen sicher, die Radfahrende. Weißt du was, Welke? Du kannst mich mal gepflegt an das Arsch lecken. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Das wunderbare Ulrich von Hesen. Wie, wo, was? Weiß Opi. So, liebe Zuschauer, und jetzt noch mal ein Moment echten Gefühls, der von der diensthabenden Moderatorin meiner Meinung nach nicht so richtig ernst genommen wird, zumindest ihrer Mimik nach zu urteilen. Ich versuche, das auch zu meinen Kindern weiterzugeben. Liebe. Mhm. Schön. Schön. Liebe. Oh. Das war die Heute-Show, meine Damen und Herren. Jetzt kommt die neue ZDF-Sitz von Lernfinder. Da lernen Sie, wie dieser Sender wirklich funktioniert. Viel Spaß bis nächste Woche. Tschüss. Danke sehr. Thank you.